So, wir haben Sonntag, den 10. September und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge und herzlich willkommen, Freunde der landwirtschaftlichen Unterhaltung. Da beginnt sie oder beginnt er, der wohl letzte Schnitt in meinem Leben. Naja gut, man soll niemals nie sagen, aber vorerst ist es der letzte Schnitt. Ich habe nächstes Jahr keine Grünlandflächen. Ich habe hier wird es ja wieder vernässt. Hätte ich tatsächlich die Option gehabt, ein Jahr weiter zu pachten, aber nur diese Flächen hier. Und ich denke mal, wenn, sollte man auch gänzlich ganz aufhören. Dafür noch irgendwelche Technik zu halten und Abnehmer für die Hektar zu finden. Dann hören wir lieber ganz auf. Und die Bedingungen waren auch keine Nährstoffe hier reinfahren, keine Gerste und kein Dünger. Wir haben heute hier am Mähen, Fendt 939, glaube ich, war das. Und ein Fendt-Mähwerk, was ja, glaube ich, ehemals Feller ist, ohne Aufbereiter, wie man auch sieht. Ja, ich hoffe mir auch dadurch, wir haben 30 Grad und Wind, aber das hält sich auch schon mal ein bisschen besser als bei mir sonst mit meinem Aufbereiter. Das war hier wirklich sonst ratzfatz raus, die Feuchtigkeit. Jetzt war es ja so, dass ich zumindest eigentlich woanders mähen wollte ursprünglich, aber ab Dienstag sollte es regnen und dadurch, ja, ab Dienstag soll es regnen und dadurch habe ich mir gedacht, komm, dann musst du jetzt unbedingt als erstes im Moor fahren. Wenn das da dann rauf regnet, dann hast du da keine Freude mehr. So, also wenn das da rauf regnet, dann hast du hier keine Freude mehr, wenn 20 mm hierher kommen. Und deswegen lässt du das lieber hier mähen. Aber es sieht gut aus. Ertraglich, glaube ich, sieht es ganz gut aus. Obwohl das, man muss auch ehrlich sagen, das sieht ohne Aufbereiter immer mehr aus als mit. Muss man ehrlich sagen, weil es halt ein bisschen lockerer liegt. Mit Aufbereiter ist es ein bisschen durchgekauter. Naja, Qualität, glaube ich, ist noch ganz in Ordnung, wenn man das hier so anguckt, aber Qualität ist jetzt nicht mehr das größte Kriterium bei mir, sondern eher Tonnen pro Hektar. Sprechen wir zwei, drei Dinge ab. Ich habe hier andere Mikrofone, neue Mikrofone. Jetzt ist es so, dass ihr manchmal das nur auf ein Ohr hört, dann vergessen wir das komischerweise auszugleichen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich diese DJI-Mikrofone so einstellen kann, dass sie immer auf beiden Ohren quasi den Sound aufnehmen, also in Dualband. Da hatte ich ja die letzten Wochen wirklich ein paar Probleme mit den Rodes. Und ja, so begeistert, wie ich anfangs von den Rode-Mikrofonen war, muss ich dann doch sagen, mit der Zeit verliert der Akku ultraschnell Leistung. Dann wird er voll angezeigt. Und beim Filmen springt er dann mit mal auf Minimal. Und dann fängt er an, diese Klopfgeräusche zu machen. Ich habe 3 Rode-Sets, also quasi 6 Mikrofone von Rode. Und ausnahmslos alle machen das. Das heißt, ich habe nicht mal irgendwie einen schlechten erwischt oder so, sondern ausnahmslos alle machen das. Bin auch noch ein bisschen angeschlagen. Hatte mich ein bisschen beim Serion erkältet, bei den Aufnahmen. Ich habe ja auch die letzten Wochen ein bisschen weniger gefilmt, die letzten 2 so, weil wir mussten das ja ein bisschen aufholen. Wir haben den Direktsaatraps gemacht. Und dann war ich, genau, dann waren wir auf der Carbfarm, dann waren wir in Serion fahren. Und letzte Woche haben wir die Zwischenfrucht gedrillt, bisschen Zubringer gefahren in Lohn. Und das war ja im Prinzip, was wir jetzt die letzten Wochen gemacht haben. So, das wird auch sofort geschwadet. Was heißt sofort geschwadet? Es wird da geschwadet. Ist ein Liner. Boah, 3500 mag ich meinen, weil er hat gesagt, er ist 12,50 Meter oder so. Ist auch ein 900er Fendt vor. Also nicht wundern. Das ist hier in unseren Regionen völlig üblich, dass man auch mit 900er Fendt so schwadet. Ach genau, dann hatten wir noch das Michelin-Video, genau. Svenny hat neue Reifen, ist damit sehr zufrieden, sind ruhig, leise. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie die hier im Moorgrünland performen, ne? Wenn die auch mal ein bisschen hier ziehen müssen. Ich glaube, es sind schöne Schwade jetzt hier auch. Das, glaube ich, sieht ganz gut aus. Ich werde jetzt hier auch gleich noch mal schnell ein paar Drohnenaufnahmen machen. Der fängt, glaube ich, jetzt auch gleich die nächste Wiese an. Oh ja, doch, hier liegt ein bisschen was drauf. Ich hoffe nur, dass sich das nicht doll genug durchtrocknet. Weil das hier immer die größte Angst bei mir hier im Moor,
Es trocknet so schnell, aber nicht bloß nicht in die Distel greifen, Hannes. Es trocknet hier, oh, überall Distel. Was ist hier los? Es trocknet so schnell durch. Oh nee, nee, ist gut feucht. Dass das nachher so hart wird und sich überhaupt nicht gut häckselt, dann hört sich der Häcksler immer an wie eine Kreissäge. So, er fährt auf Sport nach hinten durch. Der hat wahrscheinlich noch eine kleine Ecke. Ich mache mal ein paar Drohnenaufnahmen. Also für alle die, die es nicht mitbekommen haben, vor 2 Jahren gab es eine Ausschreibung über mein gesamtes Grünland. Also wir hatten da einen Verpächter. Wir sind jetzt über 30 Jahre hier Bewirtschafter von den Flächen. Und ja, ich persönlich kann, also für mich gab es keine Zeit jemals in meinem Leben ohne diese Flächen. Also seitdem ich mich erinnern kann, sind wir quasi hier zu Hause und bewirtschaften die. Wir haben die Ausschreibung verloren. Ja, meiner Meinung nach lief da alles nicht ganz fair. Aber nur gut, erst war ich ein bisschen sauer. Ich bin eigentlich immer noch sauer, weil es gefühlt ist es hier überall mit den Flächen. Das wird immer schlimmer. Das ist eine riesen Vetternwirtschaft geworden. Ist egal, wir wollen hier keinen beschuldigen. Also das war jetzt allgemeingültig, die Vetternwirtschaft. Ich habe hier keinen beschuldigt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, Hannes, ist ja auch irgendwo eine Chance. Wenn du freie Kapazitäten hast in den Zeiträumen, kannst du ja ein bisschen was anderes gestalten. Mal ein bisschen gucken, da mir Sonne passt mit dem Film. Kannst du ja ein bisschen was anderes gestalten und du kannst ja in der Zeit was anderes machen. Und ja, demzufolge habe ich ja ab nächstes Jahr kein Grünland mehr. Also gar nichts. Da sind 5-6 Hektar im Betrieb, also nahezu, also kann man sagen, ist nichts. Und von daher wird es nächstes Jahr keine Grasschnitte vorerst erstmal geben. Vielleicht helfen wir woanders irgendwo mit Transportfahren oder. Aber vorerst würde ich sagen, ist das erstmal die Geschichte und so beginnt sozusagen unser letzter Schnitt. Unser wirklich letzter Schnitt. Und dann mache ich euch mal die Drohnenaufnahmen. Bis gleich. So, einen wunderschönen guten Morgen hier bei diesem schönen, diesigen Herbstwetter. Oh, ich muss sagen, ich mach ja sowas echt gerne, ne? Dieses Wetter, das ist so entspannt für die Augen, dieses diesige. Man ist hier auch irgendwo im Nirgendwo, oder? Wenn man hier mal so guckt. Ja, Leute, was super krass ist, wir haben 50% TS schon. Ja, also das Material ist wirklich relativ schnell super trocken geworden. Wie ich das auch vermutet habe, um ehrlich zu sein, denn ich wollte um 15 Uhr anfangen zu mähen. Und der Betrieb, der aber mähen gekommen ist, der wollte unbedingt schon vormittags anfangen. Ja, und 50 TS, ne? Ich meine, das wird noch feuchter werden. Das ist ja hier im Moorgrünland der Rohrschwingelbestand, der steht schon relativ trocken auf dem Halm. Auf den anderen Grünlandstandorten, wo nachher Weidelgras zwischen ist, da ist es natürlich feuchter, ne? Ganz, ganz klar, keine Frage, da wird das Material auch feuchter werden und dann werden wir in der gesamten TS auch runterkommen. Das Material ist hier auf dem Halm halt schon echt trocken. Ertraglich gut, ich glaube immer noch 8 Tonnen auf dem Hektar bei 50% TS. Ja, und das, obwohl ich hier nichts gemacht habe, ne? Wir haben ja hier kein Gerest mehr reingefahren, nicht mehr gewalzt. Einfach jetzt nur noch den letzten Schnitt sozusagen beräumen, das Geld mitnehmen. Und dann wartet das hier für mich. Ist auch relativ trocken jetzt hier, obwohl es so viel geregnet hat. Hat ja gar nicht mengentechnisch so viel geregnet. Die Gräben sind ziemlich leer. Für meine Verhältnisse ist das hier ziemlich leer. Seht ihr ja selber, da ist so ein bisschen die Kante, wo es normalerweise steht. Gute 20 cm höher ist so sozusagen der Standard, wo es eigentlich stehen soll. Ja, und das Ganze soll hier ja angestaut werden, die wissen aber noch nicht wie. Irgendwie sollen die Wege hochgepackt werden oder ich habe keine Ahnung, irgendwie soll ein Damm errichtet werden, damit man die Flächen überhaupt anstauen kann. Und man muss da sagen, ja, die Landgesellschaft ist ja noch ziemlich blauäugig. Zu Recht haben die noch gar keinen Plan, saßen bei mir am Tisch und haben mich gefragt, wie man das denn beernten könnte. Hier sollen Bullerbesen, also hier, wie heißt das? Rockholmen soll hier angebaut werden und dann haben wir gedacht, ja, wie erntet man das denn? Und wie kann man denn fahren, wenn die Fläche unter Wasser steht? Ich sage, naja, gar nicht. Da kann man nicht mal mehr zu Fuß gehen. Und genau, also hier, dieser ganze Standort, den ich hier bewirtschafte, der soll sozusagen, Rohrkolben soll hier entstehen, der angebaut wird. Und dahinter 300
Hektar Magergrünland, glaube ich, sowieso, so heißt man das. Also das soll hier irgendwie 10 cm ganzjährig unter Wasser stehen. Und der Magergrünland-Standort wohl ebenerdig. Und da kann ich euch sagen, wenn Moorgrünland, und das ist noch schlecht in Gang, weil er keinen Dünger bekommt, dann hast du ja nicht den Drainierungseffekt von den Pflanzen. Ja? Jetzt hast du ja einfach, dass dieser Pflanzenbestand jeden Tag 5, 6 Liter Wasser zieht und ein vernünftiges Wurzelwerk hat. Durch diese Üppigkeit, das hast du dann ja alles nicht mehr. Und dann gehst du halt tauchen. Und sie suchen da immer noch Landwirte, die das machen. Kann man sich bewerben, kann man sich melden. Ich hätte darauf keine Lust, um ehrlich zu sein. Das fühle ich gar nicht, das Projekt. Generell denke ich so, ich meine, wir haben hier mehr als genug Grünland. Also so ist es nicht. Ich glaube, von den Hektaren kann man das hier schon entbehren, weil hier gibt es wirklich so viel Grünland und dann ist immer ein Problem gewesen, das überhaupt loszuwerden. Von daher glaube ich, das kann man wohl entbehren. Und da denke ich, warum lässt man das denn nicht einfach komplett der Natur? Warum muss das denn zwangsläufig irgendwie bewirtschaftet werden? Warum müssen denn da wieder Fördergelder von der EU mitgenommen werden? Entweder machen sie es vernünftig oder gar nicht. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Wir gucken mal, wie wir jetzt hier heute vorankommen. Und dann sehen wir nachher weiter. Also wir haben jetzt inzwischen, na, was haben wir denn, 14 Uhr. Und boah, es sieht relativ trocken aus, aber die TS geht tatsächlich jetzt nach unten. Wir sind bei 45, 43 jetzt angekommen, teilweise sogar 38. Ist erfreulich. Wir waren schon bei 50 die ganze Zeit. Also das ist jetzt so das, was gestern Abend gemäht wurde und dann auch direkt gleich ins Schwatt kommt. Auch ertraglich, seht ihr, sieht ganz gut aus. Alles oberhalb von 10 Tonnen auf dem Hektar. Bin ich echt mit zufrieden, was da noch runterkommt. Und ja, draußen ist warm ohne Ende. 30 Grad haben wir. Wir sind 4 Transporter, also 4 mal 50 Kubik. Und das passt jetzt auch die ganze Zeit ganz gut. Ich meine, jetzt hier auf den langen Enden, ne, jetzt gucken wir mal nach hinten, muss ich ein bisschen warten. Aber ist so, ja, allerhöchstens eine Minute jedes Mal. Also ich bin eigentlich fast den ganzen Tag jetzt durchgefahren. Geht ganz gut weg, aber man muss sagen, dass hier dieser Rohrschwingelbestand, dieses Moorgras, das ist wirklich hart. Das ist echt, echt hart. Wenn ich da mal an die 100 Tonnen in der Stunde komme, dann bin ich da echt gut. Aber ansonsten, das ist kein Vergleich zu einem Weidelgrasbestand. Das ist verrückt, wie schwer, wie hart einige Gräser sich häckseln lassen. Aber ich hole euch dann in den Abendstunden nochmal wieder dazu. Erstmal gibt es so weiter nichts zu berichten. Ich fahre die ganze Zeit hoch, runter, von morgens bis abends. Und Hälfte ist ungefähr geschafft hier auf den Stücken. Wir wollen das eigentlich bis heute Abend hier fertig kriegen, damit wir nämlich morgen in eine andere Richtung rausgleichen können. Ist immer ein bisschen blöd, wenn nämlich mitten am Tag oder ein, zwei Stunden am Tag danach, der muss der Häcksler umsetzen. Ist immer blöd. Deswegen wäre das jetzt hier die bessere Variante, wenn wir das hier alle drunter kriegen und können morgen da direkt gleich andere Richtung rausfahren. Ja, wäre auch besser. Wir wollen ja eigentlich Mittwochabend fertig werden. Mittwoch soll es aber einen halben Tag regnen. Müssen wir gucken. Freitag geht es auf jeden Fall zum Mela. Da wollten wir eigentlich hin. Naja, werden wir sehen. So, das war der erste Tag Grashäckseln. Wir haben 20.15 Uhr. Ja, was soll ich euch sagen? Das lief wie ein Uhrwerk. Wir haben jetzt hier 75 Hektar weg. Und das Ganze waren 799 Tonnen. Das solide bei, ich glaube, 42 TS war das jetzt. Das heißt, feuchtere Ware wären dann 1000 Tonnen gewesen. Ja, 41,6 TS. Das ist solide. Eine ganz gute Leistung. Ich habe kaum gestanden, wenn vielleicht mal eine Minute, zwei Minuten. Dann war es das auch schon. Und ja, dann war es das hier mit dem letzten Schnitt im Moor. Tja. Verrückt, Leute. Mein ganzes Leben habe ich hier verbracht. Mein halbes. Immer hier in den Wiesen. Und jetzt geht die Ära zu Ende. Dann ist das halt so. War nicht meine Entscheidung. Machen wir das Beste draus. Und ihr wisst, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ich glaube, ein, zwei Türen haben wir schon aufgemacht. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Max hält sich jetzt ein paar Drohnenaufnahmen für euch parat. Max, lass die Show beginnen.